Ich glaube, wir brauchen Mut, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, das Thema. Und zwar brauchen wir Mut, dem anderen, dem Gegenüber, vorurteilsfrei zu begegnen, auf Augenhöhe. Ja. Und was wir aber oft tun, um nochmal so ein bisschen zu beschreiben, die Welt, in der wir aktuell leben, um dann die Welt zu beschreiben, in der ich gerne leben möchte, was wir aktuell tun, ist, wir grenzen Menschen aus aufgrund von bestimmten Merkmalen. Und diese Merkmale sind ja in der Regel auch willkürlich gewählt. Also niemand kann mir erklären, warum es einen wirklich faktischen Grund gibt, dass Frauen nicht in die Vorstandspositionen der DAX-Konzerne begleiten. So, ja. Und das kannst du ehrlich gesagt runterbrechen bis hin zu auch dem Thema Behinderung, Rollstuhl, Herkunft, Alter, etc. Also all diese Merkmale, die sind willkürlich gewählt. Warum? Weil nämlich in einer Welt, die perfekt wäre, eine Unterscheidung zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung beispielsweise völlig irrelevant ist. Ja, ich will mal nur eine kleine Welt aufmachen. Nochmal, die Welt, in der wir jetzt sind. Wir machen dieses Interview. Wir zeichnen das hier auf über einen Computer. Wir sind digital zueinander zugeschaltet. Es ist völlig irrelevant, ob ich im Rollstuhl sitze, ob ich Arme und Beine habe oder nicht. Das heißt, jetzt in diesem kleinen Kosmos sind wir mal in einer perfekten Welt. So, und ich finde, das kann man ausweiten auf die ganze Welt. Angenommen, die ganze Welt wäre perfekt, dann wäre die Unterscheidung in Menschen mit und Menschen ohne Behinderung völlig irrelevant. Und um das nochmal so ein bisschen, noch ein bisschen deutlicher zu machen, gebe ich ganz gerne das Beispiel und frage dann manchmal so zurück, warum grenzen wir nicht eigentlich Menschen aus, die blonde Locken haben? Also wir könnten ja auch eine Regel erfinden als Gesellschaft, zu sagen, Menschen mit blonden Locken dürfen nicht mehr ins Theater gehen. So, beispielsweise. Ja. Da würde natürlich sofort jeder zustimmen und sagen, das ist aber doch völliger Humbug. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch völlig willkürlich. Ja, richtig. Aber das Thema Altersdiskriminierung, das Thema Geschlechtsdiskriminierung, Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung ist in den allermeisten Fällen genauso irrelevant, genauso willkürlich. Und deswegen wünsche ich mir eben eine Welt, in der wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren, in der wir verstehen, dass der Unterschied natürlich da ist. Und nochmal, es geht nicht darum, Unterschiede wegzumachen, natürlich nicht, ne? Sondern es geht darum, die Unterschiede, die uns auszeichnen, als solche zu sehen, als etwas, was uns auszeichnet, als ein Potenzial, was wir nutzen können. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir brauchen dafür Mut. Wir brauchen den Mut, dem anderen zu begegnen, wie ich schon ja gesagt habe. Wir brauchen allerdings auch eine Veränderung der Debatte als solche. Und das ist etwas, das fällt mir ganz oft auf und da habe ich immer Bauchschmerzen, wenn ich da drauf schaue, nämlich, dass ich oft merke, dass gerade diese Debatte oder viele Debatten, die sich um Werte drehen, dass die mit Anschuldigungen, mit Beschuldigungen, mit Anklagen und so weiter geführt werden. Aber ich frage mich immer, also kommen wir damit weiter, eine frühere Generation anzuklagen? Also die Welt, in der wir leben, die ist, wie sie ist. Ich finde es nicht gut. Ich finde es natürlich nicht gut, dass Generationen vor uns, die Generation, die Deutschland aufgebaut hat, dass die überall so viele Treppen verbaut haben. Dass so gut wie nirgendwo dran gedacht wurde, mal einen Aufzug zu machen. Kopfsteinpflaster ist das Schlimmste auf Erden, ja? Also die schlimmste Erfindung seit weiß ich nicht was, ja? Auch für Ist es immer Fahrradfahrer noch schlimm. übrigens. Im Übrigen auch für Fahrradfahrer. So. Aber ich komme doch nicht, aber das kann doch nicht du merkst schon, ich werde so ein bisschen, da Ich merke es, werde ich emotional, ist ja auch Das ist, super. Lass uns mir den ist das, Switch aufs Positive dann lieber jetzt, aber genau. wie schaffen wir es denn Ich glaube, wir dieses? brauchen, Ja. wenn ich ganz kurz den Switch machen darf, ich glaube, wir brauchen eine potenzialorientierte Debatte. Ich glaube, es geht nicht darum, zu beschuldigen oder anzuklagen, sondern ich glaube, es geht darum, Lösungen aufzuzeigen und Potenziale zu zeigen. Ich glaube, es geht darum, dass wir eine Zukunftsvision kreieren von unserer Gesellschaft, mit eben der Frage, wie wollen wir zukünftig zusammenleben? Welche Potenziale wollen wir heben? Welche Potenziale können wir alle heben? Und wie können wir schaffen, eine Gesellschaft zu kreieren, eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft, die wir ja durchaus sind, auch Und da wird es dann auch politisch an der Stelle als Gegenpol zu autokratisch geführten Regimen, die leider gerade weltweit zumindest mal sehr laut unterwegs sind. Und ich glaube, dass wir da einen Gegenpol setzen müssen, ein Gegengewicht setzen müssen. Und ich glaube, dass das Thema Vielfalt, Diversity, Inclusion, friedliches Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft, ich glaube, dass das ein unheimlich kraftvolles Beispiel und ein unheimlich kraftvolles Zeichen in die Welt sein kann. Ja.
Sehr schön. Auch wenn das Video ein bisschen schon älter ist, ich habe es heute früh mir nochmal angeschaut, weil wir das für ein anderes Projekt brauchten und ich habe wieder Gänsehaut bekommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht auch an dich. Es gibt bei YouTube das tolle Video vom dänischen Fernsehsender All That We Share, was, ich weiß nicht, ob du es kennst, sonst würde ich es dir sehr empfehlen, was sehr gut zeigt, dass, obwohl wir äußerlich sehr viele Unterschiede haben, wenn wir aber uns Zuhören, Interesse zeigen, wahrhaftig uns auch begegnen und auch mal ehrlich sind, dass wir dann doch ganz viele Gemeinsamkeiten finden, wie auch bei dir ja mit deinen Freunden, was die Abenteuerlust angeht. Ne? Äußerlich seid ihr wahrscheinlich verschieden, aber innerlich habt ihr ja die Gemeinsamkeiten. Also würdest du sagen, wir brauchen mehr Ehrlichkeit und auch das Interesse an dem Gegenüber, um mehr auf die Gemeinsamkeiten zu schauen?